So, jetzt melde ich mich mal persönlich. Ich hatte eben meine Morgenroutine abgefilmt, die ich mir jetzt hier so aufgebaut habe. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg ins Gym. Ich bin immer bei einem anderen Gym gewesen bis jetzt. Und das ist relativ weit weg. Also ich fahre da mit dem Fahrrad hin. So 15 bis 20 Minuten. Und jetzt habe ich aber hier ein Gym in der Nähe gefunden. Das ist ungefähr 10 Minuten Laufen von mir entfernt. Noch nicht mal wahrscheinlich. Und das ist auch mega cool. Da sind ein paar andere Geräte. Ein paar Geräte gibt es nicht, die es bei dem anderen gibt. Aber das ist ja immer so. Aber an sich ganz, also ganz süß und klein. Aber trotzdem alles, was man halt so braucht. Und ja, genau. Da gehe ich jetzt hin. Ich habe dann gleich jetzt mein Push-Training. Also ich mache immer Push-Pull. Viermal die Woche und dann einen Cardio-Tag. Gestern hatte ich meinen Cardio-Tag, weil ich da auch arbeiten war. Arbeite heute halt nicht, deswegen habe ich halt einfach Zeit, was zu machen, worauf ich Lust habe. Und das Wetter ist heute sehr schön und es ist warm und ja, ich freue mich auf mein Training. Und heute Abend gehe ich zum Sam Smith Konzert. Und ja, da nehme ich mich dann auch mit. Aber erstmal jetzt. Gym. Und da nehme ich euch jetzt noch in einem Voice-Over mit. Also, mein zweiter Push-Tag startet mit 3 Sätzen Y-Raises am Kabelturm. Da habe ich eine Fußschlaufe, damit ich mich voll auf die Schulter konzentrieren kann. Und ich stelle das den Kabelturm auf Hüfthöhe ungefähr ein. Und am Ende helfe ich noch ein bisschen, meistens nach mit der anderen Hand, wenn ich nicht mehr kann. So beim letzten Satz ungefähr. Danach habe ich 2 Sätze Schulterdrücken mit der Kurzhantel. Und ich sitze eigentlich immer sehr gerade und versuche dann so viele Wiederholungen wie möglich zu schaffen, also zwischen 8 bis 12. Und wenn ich da nicht mehr kann, nehme ich ein leichteres Gewicht, also so 2 Kilo weniger, und mache ein Dropset und auch nochmal so viele Wiederholungen, bis ich nicht mehr kann. Genau. Dann als nächstes folgen 2 Sätze hintere Schulter. Da mache ich hier gerade Reverse Flies an der Maschine. Aber ja, ich versuche noch eine bessere Technik rauszufinden, um den Nacken nicht zu sehr zu spüren. Ich glaube, ich gehe ein bisschen zu weit nach hinten, wenn ich das Video gerade sehe. Also mit den Armen, aber ja. Dann kommen die Beine. Da mache ich 3 Sätze Hex Squat. An der Hex Squat. Und danach 2 Sätze Adduktoren, auch an der Maschine. Da versuche ich, möglichst weit in die Dehnung reinzugehen, weil ich vorne auch nicht zu weit zusammen kann, weil die Maschine da am Weg ist. Aber wenigstens versuche ich dann, die Dehnung möglichst mitzunehmen. Und ja, genau, da mache ich auch so lange, bis nicht mehr geht, und dann helfe ich ein bisschen mit den Händen nach. Dann meine letzte Übung ist eine Drückübung für die Brust. Da mache ich ganz normal Push-Ups. Und da mache ich auch so lange, bis ich nicht mehr kann. Dann mache ich auf den Knien, bis ich nicht mehr kann. Und dann, ja, war es das. Das sind auch 2 Sätze. Und am Ende mache ich meistens noch Crunches, aber die habe ich jetzt nicht mitgefilmt. An der Maschine. Ja, genau. Das war's. Das war mein Push-Training. Zu Hause. Ich habe mein Training gehabt und jetzt war ich danach noch auf dem Laufband und habe ein paar Steps gesammelt
für heute. Und jetzt habe ich mega Hunger, weil es ist schon, ich glaube, 12:30. Und ich habe Frühstück um 9 gegessen. So, ich habe jetzt gekocht und nebenbei habe ich einen Apfel gegessen, Karotte mit Hummus gegessen, 2 Datteln gegessen und beim Essen probiert, ob es schmeckt. Und ja, jetzt habe ich das in Dosen gepackt und ich esse das jetzt am Morgen dann und die nächsten Tage, ich friere das ein. Ja, und jetzt gehe ich duschen, ich ziehe mich um, mache mich fertig. Und dann habe ich spontan, gehe ich heute babysitten. Und ja, weil von der Familie, wo ich babysitte, ist, das habe ich noch gar nicht erzählt, also ich babysitte bei einer Familie, die haben 2 kleine Jungs. Und da gehe ich 3-mal die Woche hin, also Montag, Dienstag und Donnerstag. Dienstag, Donnerstag immer nur abends und am Montag von Nachmittag bis abends. Und manchmal brauchen die mich auch am Wochenende. Und jetzt hat die aufpassen sollte, eine Freundin irgendwie, hat abgesagt. Und jetzt gehe ich spontan dann um 4 eigentlich. Aber ich komme ein bisschen eher, weil ich das Glätteisen von meiner Gastmama benutze. Ja, genau. Und da kann ich dann meine Haare machen. Und ich denke mal so gegen, ja, um 3 will ich dort sein. Und, oder um 3, 3:30. Und ja, da bleibe ich bis um 7 und dann werde ich abgeholt und dann fahren wir zum Konzert. Aber ja, deswegen mache ich mich schon mal so im Gesicht und alles andere fertig und nehme mir Wechselsachen mit und ja, genau. Ich muss dann noch mein Outfit finalisieren. Ja, genau. Jetzt mein Outfit. Das Kleid ist von meiner Gastmama. Die hat mir das ausgeliehen. Das ist voll süß. Und die Bluse habe ich mir hier gekauft. Die hat auch eigentlich so, ja, so goldene Knöpfe. Aber ich weiß nicht, ob mir das too much ist. Ich mache das erstmal aus meinem Gesicht raus. Und ja, ich habe Deo von Wild mit meinem Namen drauf. Ich war von der Freundin geschenkt bekommen. Weil, ja, das ist am besten, da kann ich, habe ich diese Nachfülldinger mit 2 Stück und dann muss ich mir hier nicht ständig irgendwie ein Deo kaufen. Dann, ich wollte mein Rasierer austauschen. Kann ich mal machen. Weil der ist rostig. Das wollen wir nicht. Ich habe so einen Mini-Rasierer zum Mitnehmen. Und da muss ich erstmal die Klinge austauschen. Oh Gott. Film. Habe ich das von? Es fokussiert nicht. Von Miley Cyrus. Vielleicht noch ein Eyeliner, aber mit Braun. So, dass es nicht so crazy ist. Und am Ende zeige ich dann, wie es aussieht. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe Lidschatten drauf und ein Eyeliner. Und ich habe meine Augenbrauen und alles andere doller gemacht als normal. Finde es aber eigentlich ganz cool. Und ich mache mal die Augen zu, damit man gucken kann, wie ich das gemacht habe. Eigentlich, wie ich das immer mache. Ich mache immer erst ganz dunkles, versuche ich in die Lidfalte, dann mache ich einen mittleren Ton aufs Augenlid und einen hellen Ton, mit dem verblende ich das nach hier oben und hier in die, ja, ins Auge rein, also ja, da, damit es so shiny ist. Genau, und ich mache mal die Augen zu. Ich hoffe, dass das gut hält, weil manchmal setze ich das so ab und ja, genau. Dann kann ich auch gleich mal kontrollieren, wie das aussieht, wenn ich meine Augen zumache. Bis später. My, oh my, a kiss and so I did.
Ja, es war übel cool. Die Bühnenshow war mega. Die Outfits von Sam Smith waren mega. Es hat mir mega gut gefallen. Mega. Mega. Habe ich jetzt, kann man eine Strichliste führen. Wie oft ich das jetzt gesagt habe. Aber ja, mir hat es mega gut gefallen. Ja, sorry. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ja, die Musik war. Die Lieder waren mega schön. Oh Gott, kann ich bitte aufhören, mega zu sagen. Die Lieder waren toll. Ich kannte nur, ich glaube, 2 oder so nicht. Und die anderen kannte ich alle. Und ich habe auch Videos gemacht, aber ich glaube, die darf ich nicht posten. Ich kann dann nur die Videos einblenden. Und ja, aber ja. Gut, ich blende vielleicht einfach die Videos ein und dann mache ich eine andere Musik drüber. Ja, es war so cool. Hier ist mein T-Shirt. Man kann das jetzt sehen. Und der Rücken ist. I feel unbreakable.